Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind wieder zurück mit unserem wundervollen Helden Link und unterwegs nun in Richtung, Berge. Denn wir haben im letzten Part, ja, wie ihr vielleicht gesehen habt oder hoffentlich gesehen habt, es geschafft, den Wüstentempel, dessen wirklichen Namen ich nicht kenne, ich nenne jetzt einfach mal Wüstentempel, weil das eigentlich passen dürfte, zu erledigen. Also das haben wir geschafft und wir haben damit das zweite von drei Amuletten bekommen. Nun bleibt uns also nur noch übrig ein einziges Amulett, das wir uns auch holen müssen und natürlich machen wir uns auch direkt mal daran. Ich weiß nicht, ob im heutigen Part noch daran kommen. Ich möchte vorher noch zwei Sachen tatsächlich erledigen, deswegen kann das ein bisschen dauern, bis wir da soweit sind. Aua. Da wurde ich doch noch getroffen, habe ich mal gerade nicht aufgepasst. Oh, warte mal, wir gehen mal ganz kurz da drüben rein. Da kann man ja reingehen. Total vergessen. Total vergessen. Ach ja. Ah, wir kommen nicht weiter. Ich glaube, das ist das Problem. Egal. Wir haben ein paar Bomben bekommen. Das ist auch in Ordnung. Damit komme ich klar. Ah, gehen wir also weiter. Perfekt. Genau, also es gibt jetzt noch ein paar Sachen, die man sich holen könnte, so theoretisch. Und eigentlich wollte ich mir jetzt unbedingt mal diesen einen Eisstab, glaube ich, holen. Ich glaube, das war der Eisstab, den man hier sich holen kann. Der ist nämlich in einer Höhle in der Nähe vom Hyliasee oder des Hyliasees eher gesagt. Verzeih mir ganz kurz meine falsche grammatikalische Anwendung von Wörtern. Genau. Und den holen wir uns. Da hat uns ja Hasrala sogar himself drauf hingewiesen, dass man sich das holen kann. Und natürlich müssen wir dann jetzt auch uns das Ding besorgen. So, vorher müssen kleine Viecher erledigt werden. Geht relativ einfach. Mit einem Pfeil und Bögen macht man die relativ gut platt. Und dann haben wir hier eine Typen. Na hallo? Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Okay, wir kriegen 300 Rubine von ihm. Einige Bomben. 20 Rubine. Meine Fresse. Nochmal 20 Rubine. Und nochmal 10 Pfeile. Ja. Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Hat mir 300 Rubine gegeben, nur damit ich ihn ausrauben kann. Danke. Netter Typ. Sehr, sehr netter Typ. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Das muss man sagen. Er hat uns wirklich einen schönen großen Gefallen getan. Netter Mann. Netter, netter Mann. Denkt echt immer nur an seine Hexen, ne? Das ist toll. Ja. Ja, nervige Gegner. Ach, Kacke. Das wird ja nicht angezeigt. Ich erinnere mich. Ja. Die Elektroschleime. Tolle Gegner. Vor allem hier, weil man da eigentlich nicht sieht, dass sie Elektroschleime sind. Also weiß ich nicht, Fritzeln und Blitzeln und so. Wisst ihr Bescheid? Ach, dich kann ich auch. Ah. Ach ja. Yes, I remember. Holy shit. Mal, was es für Gegner gibt. Toll, was es echt für Gegner gibt, die lustigerweise dann nur ein einziges Mal oder so auftauchen. Wie dieses Viech zum Beispiel. So, ich habe hier einen Gegner designt. Ja, wir haben keine Ahnung, wo wir den ins Spiel packen sollen. Egal, an dieser eine Stelle, da können wir noch einen Gegner reinpacken. Das machen wir einfach mal. Okay, cool, dankeschön. Ja, ungefähr so ist es abgelaufen. Ah, verdammt. So, da sind wir, in einer Eishöhle. Ich weiß nicht, was wir hier für ein Item bekommen. Was ist der Feuerstab, den wir hier bekommen sogar? Verdammt, zu lange her. Irgendwas bekommen wir. Hm. Aber was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir kommen hier nicht raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Falle. It's a trap. Oh mein Gott. It's a trap. Nein, genau. Ja, voll auf den Leim gegangen bin ich hier. Denn wir kommen hier gar nicht durch. Wir müssen hier drüben lang. Ah, ja. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber haben wir es hier, ne? Einfach nochmal durch den Tunnel durch. So. Und da ist ein Item. In die Truhe. Und es ist der Eisstab. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Ja, genau. Hier. Eisstab. Seht ihn euch an, er ist majestätisch wunderschön. Damit kann man Eis zaubern. Hui. Und ihr seht, das Teil verbraucht unglaublich viel Energie.
Also das wollen wir nach Möglichkeit nicht allzu oft einsetzen. Ach, verdammt. So, jetzt müssen wir noch den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Denn wir wollen, upsala, wir wollen, dankeschön. Wir wollen hier hoch, auf diesen Berg, zu diesem Turm. Dafür müssen wir hier drüben hin. Ungefähr hier so in dem Gebiet. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich wollte es gerade mit der Maus umrunden, aber das ist mir eingefallen. Moment mal. Ich bin hier gar nicht im PC drin, quasi. Ne? Im PC drin, genau. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hört auf rum zu klugscheißen hier. Mann, ey. Kann sich ja wohl mal versprechen. Ah, fiese Falle. Ach komm. Das hätten wir es auch mal gönnen können, einfach durchzurennen hier. Nein, der werte Herr. Müssen wir mal Schaden reindrücken, ja? Okay, ich verstehe schon, wie du tickst. So, gab es nicht auch hier eine Bombenstelle? Ich war der Meinung, dass auch hier was aufzusprengen sei. Ach nee, warte mal, das war im A Link Between Worlds. Ja, ja, jetzt verwechsel ich schon A Link to the Past und A Link Between Worlds, nur weil es in derselben Welt spielt. Ah. Ich fress Schaden, Schaden und noch mehr Schaden. Ey, meine Fee geht gleich auf der Overworld hin. Das ist doch nicht zum Aushalten hier. Ja. So. Schöne ist, bei uns zu Hause können wir meistens aber relativ einfach Herzen farmen, weil die in der Umgebung doch relativ häufig rumliegen. Wenn ich mich nicht täusche. Also ich mal zumindest immer der Meinung, dass hier ein paar Herzen wären. Aber ich glaube, im Haus sind Herzen. Guck mal, unser Onkel ist immer noch nicht wieder da. Alte Suftbirne. So. Sehr schön. Auch nochmal rein, damit wir nochmal die Herzen klauen könnten. Ja. Oh mein Gott, es sind Herzen da. Wie wunderschön. Und wieder raus. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ab in Richtung Gebirge. Das liegt oben, im Norden, neben der Kirche. Sehen wir uns gleich da. Bis gleich. So, jetzt haben wir diesen wunderschönen See hier erreicht, würde ich mal sagen. Dann können wir auch, glaube ich, direkt weitermachen. Hier in der Nähe. Irgendwie ging das hier auf den Berg hinaufzukommen. Aha! Wir mussten also sogar zuerst in die Wüste, habe ich total vergessen. Perfekt. Ja. Okay, das habe ich tatsächlich vergessen. Oder? War das hier schon der richtige Weg? Ach Gott, das ist zu lange her. Das ist alles zu lange her. Holy shitaroni. Immer dreht er sich in die falsche Richtung. Ich hasse es. Ah. Dann laufe ich auch noch eine Sackgasse. Schlimm genug hier. Schlimmsten bei diesen Fledermäusen ist ja tatsächlich, wenn sie irgendwelche Sachen fallen lassen, die mitten in der Wand dann rumhängen. Und die ich mir dann nicht holen kann. Und schon wieder in der Sackgasse. Ja, ich glaube, rechts geht's weiter. Ja, hier ist nur die Fortsetzung von die Gang. Aber hier geht es weiter. Oh, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Oh. So eine Scheiße. Und ich habe nicht mal die Wahl, ihn mitzunehmen. Ich nehme ihn einfach mit. Einen fremden alten Mann. Vorsicht, da sind tiefe Löcher am Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns. Aber ich, beziehungsweise wir sind direkt im Berg drin. Aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach den goldenen Machtspuren spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Okay. Okay, okay. Gut, ich werde den Plan aufgeben. Endlose Macht und sowas zu finden, das liegt mir sowieso nicht. Also ich bitte dich. Da eskortiere ich lieber noch alte Säcke durch die Gegend. Da fühlt man sich danach wenigstens toll. Also als hätte man ein bisschen was gemacht. Ich meine, die warnen einen vor so tollen und unauffällig. Oh ja, in diesem Krug muss ein Herz sein. Okay, danke. Wusste ich auch schon, sonst wäre ich da nicht hingegangen. Hätte ich
Hier lieber nach rechts, weißt du, ich habe einen Enkel in meinem Alter. Ach, der König ließ sie auf seinen Burg verschleppen, sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter, es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Agali versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Ja. Ach, weißt du, ey, diese Enkelin, also ich meine, die könnte dir gefallen. Also vielleicht hättest du mal Lust, mit ihr irgendwas zu machen und so. Also weißt du, als ich in deinem Alter war, da habe ich die Flintermäuse ganz anders bekämpft. Oh, guck mal, da ist Licht. Also ich wäre anders durch diesen Ausgang gegangen, rückwärts. In deinem Alter bin ich noch anders durch Ausgänge gegangen. Aber nein, die Jugend von heute muss immer geradeaus, immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Es ist nicht zum Aushalten. Und da läuft dann noch ein Gegner rein. Meine Herren, die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldigung, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einem magischen Teleporter gerätst, dann schau in diesen Spiegel. Dann siehst du dein Gesicht und erschrickst so sehr, dass du wieder in die Realität zurückkommst. Du hast den Zauberspiegel. Er ist klar blau und schön, aber was ist das? Ein Spiegel, der zaubern kann. Fühlst du etwa, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Gruselig. Und er geht in sein Haus. Ich meine, in seine Höhle rein. Ein Eremit. Ah, der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist die Erholung zu verschaffen. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Ah ja, cool, der Typ heilt uns hoch, was ziemlich wichtig und praktisch ist, denn hier auf dem Kongolberg, wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht ein Kongolberg, aber hier auf diesem Berg, meine Fresse, fresse ich hier immer Schaden. Ey, hier so viele Gegner, diese Steine und diese Viecher, die hier hin und her rennen, habt ihr gesehen, ne? Den ich gerade am Anfang, als ich hier auf den Berg kam, direkt schon mal dreimal reingelaufen bin, die machen ordentlichen Schaden. Ja, das muss man echt mal sagen. Und da laufe ich halt, habe ich ein Talent reinzurennen, weil das Problem ist, die kann man nämlich nicht besiegen. Ach komm, ich habe direkt geschlagen. Der fliegt einfach durch meinen Schlag durch. Schrecklich. Zum Glück machen die Fledermäuse kaum Schaden. Das sieht man ja hier. Ich werde zwar häufig getroffen, allerdings kriege ich kaum Schaden von ihnen. Er wird nicht mal richtig angezeigt. So ein Viertelherz Schaden, glaube ich, macht so ein Fledermausangriff. Das geht noch. Gott, ist das verwirrend hier. Ach, da hätte ich einfach rechts abbiegen müssen. Okay, und jetzt hier runter und dann gehen wir durch den Ausgang. Sehr schön. So, Gott, ich bin mir nicht mehr sicher. Hier gibt es ziemlich viel zu entdecken auf dem Berg, aber ich glaube, das war der richtige Weg tatsächlich. Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Ja, dann wollen wir nicht durch diese Höhle... Ach klar, wie der mich noch getroffen hat. Dann wollen wir nicht durch diese Höhle gehen am besten, denn sie führt, wie bereits gesagt, zurück zum Dorf Kakariko, wo wir überhaupt nicht hinwollen. Darum... Übrigens finde ich schön hier, dass hier hinten noch Wald zu sehen ist. Es ist unten da hinten sogar Ebene. Das heißt, es wird suggeriert hinter... Es gibt noch mehr als dieses Land Hyrule, in dem wir sind. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber wir betreten es halt nicht. So, hier könnte man theoretisch rübergehen, aber wir können halt nicht rüber. Aber hier kann man nach unten springen. Das sieht man ja daran, dass es nicht schwarz ist, dass wir in eine untere Ebene springen können. Ich mach's einfach mal. Jetzt sind wir im ersten Stock. Wenn wir da rüber kämen, könnten wir zum Herzteil. Ich frage mich gerade selbst, ob ich hier jemals schon mal runtergesprungen bin. Ich weiß es nicht mehr. Na! Das Schlimmste ist eigentlich, dass er immer in die falsche Richtung guckt. Schon etwas besser. So, wo gehst du denn jetzt hier hin? Wo geht's denn jetzt hier hin? Oh Gott, ich bin verwirrt. Es gibt so viele Wege. Nein, warte, hier sollten wir nicht runterspringen am besten. Gäbe es ja kein wirkliches Zurück mehr. Beziehungsweise müssten wir wieder ewig lange nach oben laufen, damit wir da wieder hoch können. Ah! Meine Fresse! Echt schwer. Es ist wirklich schwer, dazu zu bringen, in die richtige Richtung zu gucken. Okay. Gut, wir müssen also runterspringen. Aber was wir gerade gesehen haben, warte, ich zeig's euch gleich nochmal.
Da rechts, ach so, warte, wir sind noch nicht draußen. Da rechts ist der Eingang zu der Höhle höchstwahrscheinlich. Das heißt, wenn wir da von da oben, upsala, runterspringen, könnten wir in diese Höhle hineinkommen. Und dann kämen wir auch zum Herzteil. Haha. Investigativ bin ich hier unterwegs in Hyrule. So, das bedeutet, wir gehen jetzt also da hoch und holen uns ein weiteres Herzteil für uns. Ach, was uns so alles entdeckt. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel tatsächlich nie komplett durchgespielt. Deswegen weiß ich so viel weniger als alle anderen quasi, die dieses Spiel spielen. Passiert. So, genau. Wie gesagt, hier können wir also uns einfach durchboxen. So. Und dann hier die Treppe hoch. Ja, ich bin unglaublich gut im Kommentieren. Ich kommentiere, was wir machen. Wie man es halt in Let's Plays machen sollte, ne? Einfach immer genau das sagen, was man gerade macht. Das ist unqualitativ hochwertig. Ein weiteres Herzteil. Sehr schön. Wir haben die Hälfte quasi jetzt eines neuen Containers. Strudel, ich bin es, Sahasrara. Ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen, von dort erreichst du Heras Turm auf dem Todesberg. Okay, ich habe vergessen, was für eine Stimme ich Sahasrara gegeben habe, beziehungsweise fürchte ich gerade schon fast, dass die Stimme, die ich Sahasrara gegeben habe, die gleiche Stimme ist wie dem Typen, die ich dem Typen jetzt gerade auch gegeben habe. Das wäre halt voll scheiße, wenn da zwei Fuzzis wären, die gleiche Stimme eben haben. Muss ich gleich nochmal gucken, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. So. Und dann sind wir wieder hier oben und können wieder nach oben, nach drauf klettern. Nauf auf den Berg. Klettern. Da wirst du schön glitzern, süd. Genau. So. Das hier ist übrigens der berühmte Brillenfelsen. Ja. So sieht er aus. Und, Problem ist natürlich, wir kommen nicht rauf. Komisch, komisch, komisch. Oh, was haben wir denn hier? Ein Portal. Was ist das? Wo sind wir hier? Was ist mit uns passiert? Oh mein Gott. Was ist mit mir passiert? Ich kann meine Waffen nicht benutzen. Ich kann meine Items nicht benutzen. Wo sind wir hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie gruselig. Ah, was bist du denn? Bounce, Bounce, hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen, ich sperre die Löffel auf. Das Böch hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Ja, das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in dieser Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Bounce, Bounce. Was willst du hier? Bist du eine eigene Hasenfuß, kannst mehr ausrichten als ich? Ich suche die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich in Ruhe. Auch sehr interessant, dass Links wahres Wesen tatsächlich das eines Hasen ist. Habe ich nie ganz verstanden. Denn ist doch eigentlich total mutig und geht durch die Gegend und so. Und statt dass ich auf den Brillenfelsen gehe, bin ich jetzt gerade so unglaublich mutig und marschiere einfach mal den Berg hier hinunter, was eine total dumme Idee ist, weil wir einfach keine Waffen haben. Deswegen lasse ich es auch und gehe wieder zurück. Keine Sorge. Ich glaube, ich überlege gerade, kann man hier irgendwas finden? Nee, man kommt hier sowieso nochmal zurück, also passt es schon. Hoppen wir ganz langsam hier hoch. Ja. Hoppen wir ganz langsam hoch. Auf den Berg. Guck mal hier. Nein, ich hab dich gar nicht angesprochen. Hör auf, dich angesprochen zu fühlen. Lass mich in Ruhe. So, wir sind auf die Brillenfels. Und jetzt gucken wir in den Spiegel. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich verstehe es nicht. Egal, wir haben einfach ein Herzteil gefunden. Wir sind bei 3/4. Sehr schön, das ist toll. Damit können wir was anfangen und wie wir auch schon sehen können, befinden wir uns direkt unterhalb von Heras Turm. Ja, jetzt entscheide ich mal, wo du langläufst. Du läufst mir im Weg rum. Wir können ja noch rechts langlaufen, aber ich glaube, hier kommen wir nicht lang oder hier sind unglaublich starke Monster. Na, wir kommen nicht weiter. Bräuchten wir irgendetwas, um diese Stümpfe einzuschlagen? Haben wir allerdings nicht. Deswegen würde ich mal sagen, im nächsten Part werden wir uns dann Heras Turm widmen. Also ihn quasi durch... Ach, wir haben zwei Flaschen, deswegen... Aha. Ja, wir werden uns im nächsten Part an Heras Turm widmen. Ihn hoffentlich schlagen können.
Mal schauen, ich stelle mich jetzt mal hier oben hin, damit der Typ daneben mir mich nicht erledigen kann. Genau, im nächsten Part alles so Hersas Turm. Ich hoffe, dieser Part hat euch damit so weit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao. Ciao.